Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18. Heute kümmern wir uns um Sprittour, mehr oder weniger. Zur Frage, um Einkommen auf eine Strecke zu generieren, welche alle Ringhaltestellen verbindet. 6 insgesamt. Ich meine, es gibt Ring und es gibt Gürtellinien, okay. Verfügbar mit 2 Fahrer, nutze nur Erdgasbusse für diese Strecke. Ja gut, dann machen wir erstmal hier die Ring und danach die Gürtelbahn. Ja. Genau. Boah, Erdgasbusse sollen wir dafür nehmen. Beziehungsweise ich glaube, dass das mit den Erdgasbussen bezieht sich, glaube ich, eher auf die Fahrer selber. Wir sollen die wie fahren? Im Loop-Modus. Ja. Das war's ja, glaube ich, ne? 1, 2, 2, 3, 6 Haltestellen. Gut, wir müssen jetzt nicht. Wir müssen die jetzt nicht prinzipiell verändern. Dann würde ich sagen, haben wir einen Erdgasbus? Dann würde ich fast sagen, wir nehmen einfach einen Erdgasbus. Die Frage ist der Urban Way 12 in Benutzung? Ich glaube schon, kann das sein? Wo hatten wir das denn jetzt hier? Belastend. Schade, dass man das hier irgendwo sehen konnte. Zumindest nicht wirklich. Geht ja nur so, der Urban Way. Citaro G, der S418 Elektra. Der Urban Way 12 ist für die. Und der S416 LE Business war, soweit ich mich erinnere, ein Dieselbus, genau. Wir haben ansonsten keinen weiteren. Wait, wir haben den 18er Elektra, das ist aber auch ein Diesel. Und der Citaro G ist auch ein Diesel, okay, dann. Aber ist relevant, nochmal gucken. Nee, das ist irrelevant. Dann würde ich fast sagen, benutzen wir einfach mal den S416 LE Business. Und wir fahren nicht Rundfahrt, sondern wir machen einen Loop. Dann wollen wir mal entsperren, die Tür öffnen. Das ist echt lange nicht mehr mit dem S416 LE Business gefahren. Das wird auch wieder ganz anders, ne? Wir wissen ja, das war, wie viele Folgen sind wir jetzt mit dem Gelenkbus gefahren? Oh Gott, die Position ist auch wieder ganz komisch. So. Ist ja schon ewig her, ne? Glaube ich. Also wir sind schon sehr, sehr lange, sehr, sehr viele Folgen im Amtstück mit dem. Wer ist denn noch gleich mit dem Gelenkbus gefahren? Ah ne, wir müssen ja gar nicht zum.
zum Zop. Jetzt bin ich so an Zop gewöhnt und dass ich habe auch im Kopf gehabt, ach, wir können ja eigentlich zum Zop fahren und von dort aus losfahren. Aber gut. Das muss echt lange her sein. Wait a second. Gucken wir, wenn wir da an der Rathausgasse sind, mal kurz nach. YouTube Studio. Also, wir sind ja echt schon. Diese Bremsen, holy shit. Wir sind echt Ewigkeiten mit dem Dings gefahren. Mit dem Gelenkbus. Seitdem wir den das erste Mal bekommen haben, sind wir damit nur gefahren. Wenn ich jetzt doch Bus richtig schreiben könnte. Bin ja mal gespannt, wie das Loop-System funktioniert. Wahrscheinlich fahren wir die Strecke so gesehen zweimal. Ja, macht Sinn, ne? Oh Gott, warum suche ich nach Bus-Simulator 18 und dann kommen auch ETS 2 und so ein Kram dazu? Verstehe ich nicht. Noch haben wir ja Zeit, noch können wir gleich gucken und die Leute reinlassen. Ich brauche eine Fahrkarte. Natürlich. Echt? Warum? Gehen Sie weg. Die Tür geht nicht zu. Gott, das passiert mir jetzt gerade wieder alles. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte bitte. Einzelstandard drücken. Danke. Bitte schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber selbstverständlich. Da sind wir mit einem normalen gefahren, da auch. Und da mit einem Gelenkbus. Du kommst zur Party im alten Sägeberg, oder? Alter, holy shit. Seit 122 Tagen, also vor 122 Tagen, ist das Video zumindest rausgekommen, wo wir das erste Mal mit dem Bus gefahren sind, der Gelenk hatte. Was? Ach so, hier. Na klar. Klar. Da. Sind nicht viel mehr eingestiegen oder kommt mir das nur so vor? Dann wollen wir mal weiter zur Punikgasse. Nächster Halt, Punikgasse. Oder Punikgasse, von mir aus. Boah, ich muss mich echt an den Bus gewöhnen, vor allem an das Bremsen. Das ist ja komplett anders als der Gelenkbus. Also klar ist ja anders als der Gelenkbus, aber... Das ist schon krass. Nächster Halt, Punikgasse. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir jetzt, also ob das Unterschiede macht, wenn wir jetzt, steigen auch welche ein. Endlich haben wir eine Busanwendung. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber selbstverständlich, ich frage mich, ob es einen großen Unterschied macht, jetzt hier diesen äußeren Ring oder den inneren Ring zu fahren, ob das da ein hier zeitlicher ist klar. Hier bitte. Unterschied ist. Klar. Hier. Oder? Sie haben meine Fahrkarte okay. Schon gesehen. Weil ich meine, aktuell haben wir es ja noch ganz gut zeitlich gesehen. Wie gesagt, es interessiert mich, aber bin mal gespannt, ob das da Unterschiede macht. Zum Hauptbahnhof geht es geradeaus, okay. Interessant, dass es hier auf dieser Kreuzung auch noch
hier Fahrbahnmarkierungen gibt. Beziehungsweise oder Bemalung, wie auch immer man es nennen mag. Cheese Fountain. Oh. Jetzt habe ich Bock auf Käse. Ach, das ist echt nicht mein Wetter. Oh, jetzt habe ich Bock auf Käsefondue. Fuck you. Ernst, Alter. Oh. Genau pünktlich. Genau pünktlich. Oh, es ist wirklich exakt genau pünktlich. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel-Senior drucken. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Wochenfahrkarte kommt sofort. Bitte schön. Die haben wir noch bekommen. Nächster Halt, Wilson Theater. Oh, come on. Lässt sie auch so lange brauchen, wir haben noch Zeit gehabt einzusteigen. Ich merke, man muss immer mal wieder hinten gucken, ob da alle eingestiegen sind. Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Ja, juhu, Party. Ach, endlich haben wir auch eine Busanbindung. Alle drin, alle drin. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Und sie hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Oh. Hä? Die Wiederholung? Wiedersehen. Endlich haben wir auch eine Anbindung. Eine Fahrkarte, bitte. Hä? Hoffentlich kommt bald. Wie kann denn die Wiederholung Sachen enthüllen? Das ist doch nur eine Danke. Wiederholung. Das. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Stand auf dem Schild nicht 50? Da bin ich blöd. Und warum? Der einzige Nachteil, oh Gott, an dieser ganzen Stadtfahrten ist, dass die Frames plötzlich aber sowas von im Keller sind. Klar. Also von 5 von 48 Frames runter auf 15. Das ist echt schon, das ist brutal. Nächster Halt, Goliathgasse. Heilige Scheiße. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich merke, ich muss mich besser reinstellen, also. Danke. Sehr schön. Eine Fahrkarte bitte. Einzelstandard drucken. Danke. Sehr schön. Wir laufen Augen, mal Blick hier da. Rum. Hier bitte. Hier bitte. Na klar. Was? Ach so, hier. Einfach just in case. Weil ich meine, wir stehen halt bescheiden, kommt mal keiner rumherum. So, dann fahren wir wieder zurück zur Rathausgasse. Nächster Halt, Rathausgasse. Endstation. Bitte alle aussteigen. Oh, Endstation, ich dachte, wir fahren im Loop. Ich bin verwirrt. Ah, jetzt verstehe ich. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist adoptiert. Was? Okay, ich gehe mal davon aus, dass er adoptiert hieß. Ich habe noch was anderes verstanden.
aber adoptiert macht am meisten Sinn. Okay, dann ist der Loop sogar jetzt mal an der ersten Haltestelle wieder hält oder wie oder wie oder wo oder was. Zumindest von der Erzählung her, von dem, was durchgegeben wurde, würde ich da jetzt einfach mal so reininterpretieren. Sehr pünktlich, danke. Okay. Das Loop-System ist ja ganz interessant. Bis dann. Dann fahren wir da mal zurück. Das heißt, die Folgen sind jetzt halt einfach ein bisschen kürzer, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, muss ja nicht immer irgendwie... Müssen nämlich immer Folgen sein, die, keine Ahnung, eine Stunde oder so sind. Oder um die Stunde. Eigentlich sogar ganz gut, dass ich es passt sich eigentlich ganz gut dem an, was ich eigentlich vorhabe. Ich habe vor, hier jetzt erstmal die ganzen Missionen jetzt komplett in einem Stück so gesehen aufzunehmen, sprich in einem Tag, dass ich so ein bisschen was im Vorproduktionsmodus habe. Dann passt das ja sogar noch ein bisschen besser, weniger Platz auf Speicherplätze, der verloren geht, also in Anführungszeichen verloren geht. Ja, der S416LE Business, der ist schon, der bremst anders, muss man einfach so sagen. Wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen hier an diesen Fahrstil gewöhnen, aber dafür haben wir ja mindestens. Wobei, mal gucken. Wir müssen da gleich sowieso noch einen Erdgasbus holen. Ich glaube, wir werden dann so nach dem Motto, weil wir in der Innenstadt fahren, dass wir halt nicht auf diesen Ding mit Diesel fahren, sondern mit Erdgasbus, damit es halt, ne? Besser für die Menschen in der Stadt sind, die in der Innenstadt rumgurken, dass wir halt dann uns zusätzlich einen Erdgasbus noch holen. Allerdings an den teuersten, aber den wir mit dem höchsten Level bekommen, also aktuell. Dann wollen wir mal raus und auf Level 17 hochsteigen oder 18, ich weiß es gar nicht mehr. Wir bekommen, also das trifft sich gut, wir bekommen den Iveco Urban Ray 18 Meter. Moment. Das ist ein eher langer Bus oder ein nicht langer Bus? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ups. 12 Meter ist ja der eine... längere Sektra gewesen, ne? Gut, wahrscheinlich bekommen wir da nichts, aber knapp. Das war eine gute Tour, also es war nicht eine perfekte Tour, also Passagiere zurücklassen hätte nicht sein müssen und nicht sein dürfen, da hätten wir die 5 Sterne bekommen. Einen Schwarzfahrer haben wir verpasst, aber gut, halb so wild. 322.000 waren das jetzt diese Woche, gesamt. Nice.
So, das heißt, wir brauchen Erdgasbusse. Das ist Diesel, Diesel, Erdgas. Das ist der erste Erdgasbus, der Urban Rate 12 Meter. Dann würde ich sagen, kaufen wir hier 2 Stück von. Der Urban Rate. Da, zack. Ich meine, die Kohle, die haben wir ja. Dann bearbeiten wir den dementsprechend wieder mit der Coffee-Werbung auf allen Bussen anwenden, jawohl. Dann brauchen wir noch 2 Asse, ne? Hier gibt es noch einen Profi. So, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen was umdisponieren. Haben wir auf dieser Strecke... Auf dieser Strecke haben wir ein Ass. Ein Ass kommt weg, dafür kommt ein Profi dahin. Auf diese Route weisen wir jetzt 2 Sachen. Einmal den... zweimal diese Busse und dann 2 Asse. Nice. Perfekt, dann haben wir das schon mal. Wir haben noch über 1 Million. Wie viel oder was? Also wie viel? Der Urban Ray, okay, das ist auch gut. Es wäre ein Erdgasbus, ist aber kein, ne? Ist halt ein Dings da. Sprich, der 418 Elektra wäre der einzige, den wir nehmen könnten, so gesehen. Als höchstmöglichen Einzelbus. Hier passen wie viele rein? Okay, ja. 64 passen hier rein. 62. Und wir sind mit dem Business gefahren. Ne? Ja, passen ein bisschen weniger rein. Ist aber auch halb so wild, weil... Das ist ja auch erst eine neue Route, so gesehen. Na gut, dann haben wir das gemacht. Und nächste Woche fahren wir dann ein bisschen äußerster rum. Fahren dann in der nächsten Folge, in der nächsten Woche diese Strecke, ebenfalls im Loop-Modus. Und ja, mal gucken. Die auf Level 5 zu bringen, dauert wahrscheinlich noch am längsten. Wobei die meisten hiervon sind ja sogar schon okay, diese... Ja, es gibt ein paar, die noch nicht so weit sind, aber darum kümmern wir uns dann in den folgenden Folgen. ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.